Ich weiß nicht, wie ich euch das sagen soll, aber im Kalten Krieg haben die Engländer versucht, lebendige Hühner in eine Atombombe einzubauen. Also, Kalter Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. England steht irgendwo zwischen den Fronten und hat Angst, schutzlos mitten im Krieg zu landen. Die Lösung? Project Blue Peacock. Das sollte eine nukleare Mine sein, die man im Boden vergraben wollte, um sie dann per Fernbedienung zu zünden. Aber bei der Entwicklung der Mine gab es ein entscheidendes Problem. Man hatte Angst, dass während des Kalten Krieges der Boden zu stark gefriert und man dann die Mine nicht mehr zünden kann. Man musste also irgendwie die unterirdische Mine warm halten. Und dann kam die entscheidende Idee. Hühner. Ich weiß. Der Plan war es, allen Ernstes Hühner mit genug Futter und Wasser innerhalb der Atombombe einzuschließen. Die Körperwärme der Hühner sollte dadurch das Gefrieren der Bombe verhindern. Und die britische Armeeleitung fand die Idee genial und bestellte sogleich 10-mal die Mine Blue Peacock. Keine Sorge, 1958 wurde der Plan zum Glück vor der Umsetzung verworfen.